Willkommen zurück zum Let's Play The Walking Dead. Das letzte Mal sind wir hier im Motor Inn und haben Glenn gerettet, also sind noch dabei, irgendwie. Jedenfalls wollen wir ein Mädel retten. Mittlerweile haben wir uns so weit vorgeschlagen, dass wir jetzt eine Axt haben. Okay, we'll be right behind you. Jetzt rücken wir den mal mit der Axt ein bisschen auf den Leib. Na komm. Warum machst du nichts? Jetzt. Oh Gott. Sind beide jetzt hinüber. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. Please. She's in trouble. No. Miss, we're coming in. Ist auch nett, einfach so die Tür aufzubrechen. Stop, just stop! I'm coming out. Ich dachte schon, eben das Spiel hängt. You're hurt. Oh God. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Len? I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me. Please go. Seine größte Sorge. Oh mein Gott, sie hat einen Freund. Come with us, and we'll find you some help. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me. I can just... You know, end this, and then there's no problem. Whoa. Please, I don't want to be one of them. They're satanic. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. No. Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Okay. Fine. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. You sure? Yeah. I'm here with you. You're a good man. Es ist so krass, so ein das Ganze eintreibt. Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine, and, well, yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He
won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Ja, das ist auch schön. Es ist total wichtig, dass diese Pillen aus der Apotheke geholt werden. Und dann... Oh ja, retten wir den erstmal und dann das und dann das. It's not much, but here. You sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's, really sweet. Don't mention it. Hey. I'm gonna get back to him. Ja, sounds bei ihr good. War nichts mehr weiter. Habe ich mich doch richtig erinnert. Okay. Ja, wir müssen jetzt als nächstes versuchen, diesen Schlüssel zu bekommen. Und das können wir jetzt auch schaffen, wenn ich so einen Umweg laufe. Und zwar haben wir jetzt eine Möglichkeit, wie wir das Tor nämlich aufmachen können. Mit Hilfe der Axt. Good. Wanna go have a look around outside? Yep. Let's have a look around. Okay. Und zwar müssen wir die Axt, also erstmal das Tor hier aufmachen mit der Axt. Awesome. Now to distract those things. Carefully. Dann ein bisschen aufmachen das Ganze. Jetzt kommen wir nämlich auch an den Stein ran. Und können diesen dorthin schmeißen. Jetzt geht's. Hä? Geräusch. Interessant. Futter? Now's the time. Das sind TV-Junkies. TV-Junkies vom Feinsten. Be careful. Keep an eye out, will you? Hey, bud. I don't know what happened to Mom and Dad, but I know if you were there, you would have died for them. So, yeah. I'm gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. Sorry I wasn't here. But knowing you were to take care of them for all of it, that helped. Und es geht nicht anders. Wir müssen ihn töten, sonst kommen wir an den Schlüssel nicht ran. There we go. Holy crap! Run! Und genau in dem Moment werden sie natürlich aufmerksam auf allen. Jetzt heißt es nur noch beeilen. Man, that was close. But we did it. That's all that matters. I've got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. Ach so. Ich versuche natürlich am Türschloss den Schlüssel zu platzieren.
Dann rein in die gute Stube. Und was haben wir nicht bedacht? Alarm. We gotta hurry. Das Klingeln macht ein bisschen auf sich aufmerksam. Minimal. I'm gonna get the truck pulled up round back. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got Doug, Carly, and Lee? You guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. All right, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. So. Jetzt müssen wir erstmal hier helfen. Hey, Lee! Don't make it through this. You should know that I think you're a great guy. We will make it through this! Doug, if we don't make it through this, you should know. Komm. Hallo, machst du mal Tür? Geht doch! But I should know what? Huh? You said I should know. Shit! Are you sure? Shit! Oh shit! Okay, then. Come in time. Can you look for something to stick in between the handles? Something real strong, okay? Okay. Das Ganze wird so eng hier. Jetzt mach wieder zu. Come in time. Did you find anything? Nothing. Wait. The window is screwed. Go. Jetzt müssen wir das alleine handeln. Ja, komm, nimm. Hallo, Stress? Stress? Wo ist der Knopf dafür? Stress? Da, geht doch. Den eben nicht gefunden. Das ist, wenn man nur diese minimale Hilfe macht. So. Ja, und die nächste schwere Entscheidung. Genau in dem Moment, wo natürlich das Handy vibriert. Wem retten wir? Carly oder Doug? Das ist eine Entscheidung, wo ich auch jedes Mal überlegen bin, was ich mache, und es geht nicht anders. Ich rette jedes Mal Carly. Ich kann nicht anders. Ich kann eine Frau nicht sterben lassen. Zumal sie echt hilfreich ist. Ich weiß halt nicht, ob Doug... Oh my God. Let's go! We got Doug. Clem, Clem! You can't move! Ich hatte keine Zeit, zu überlegen, ob seine Entscheidung so richtig war. Hallo, sag mal, Stress? Das war mehr als knapp. Ja, ja, komm, da ist jemand. Especially a good friend. Temporarily to an 8 with attacks and rioting being reported in all precincts.
further instructions. Moving to the city from Charlotte, Atlanta, or Orlando may become necessary. Oh, these are going to be important. Oh, man, that was so awesome. Meanwhile, inland, Atlanta has been downgraded temporarily to an 8, with attacks and rioting being reported in all precincts. Citizens are currently advised to stay in their homes or move towards the cities of Charlotte, Atlanta. Ja. War das eine gute Entscheidung, dass wir Kali gerettet haben und nicht Doug? Ich stehe hinter dieser Entscheidung. Ich weiß nicht, ob Doug hilfreicher ist als Kali. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann mich da auch einfach nicht anders umentscheiden. Irgendwann werde ich es mal machen, schweren Herzens, aber diesmal, nee. Okay, also wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss, eure Teil.